Okay, meine Lieben, heute geht es um Spezialvideo über Telegram. Und für alle, die Telegram nicht haben, einen Link gibt es ja halt auch, Beschreibung auch auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten erstmal willkommen, herzlich willkommen. Es ist ein Telegram-Kanal und er wird voraussichtlich nur in 16.9 verfügbar sein. Also starten wir ganz los. Ja, Marian hat immer noch meine Line-ID nicht gefunden. Ich glaube, das wird wohl auch heute nichts, so muss man es nochmal morgen versuchen. Manche Menschen auch wirklich schwer vom Begriff, aber auch. Okay, ich mache das mit meinem Vigeta-Account, weil mein großer Account jetzt ich nicht eingeloggt war und ich sagte mir, ich werde mich jetzt nicht umloggen. Ne? Von daher passt es so. Also, wir haben hier Schlachtfelder. Ich weiß auch nicht warum. Mein kleiner Account, Vegeta-Account, hat immer Battlegrounds immer als erstes. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Hast mich sowieso. Also los geht's. Folgendes. Also, du hast Battlegrounds. Und wir klicken jetzt einfach auf Battlegrounds. Ja. Und dann funktioniert das ganz einfach. Man hat hier, das haben sie eigentlich korrigiert. Am Anfang gab es sehr viel Kritik. Ja, also ich werde ein bisschen auch erwähnen, politisch gesehen ja auch manche Sachen, also aber auf den Punkt bringen. Auch natürlich, aber es muss sein, weil Kabam hat zu viel Scheiße gebaut, um das nicht mit zu erwähnen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Zuallererst, ganz wichtig, du musst, das ist richtig, da unten hingehen, um zu schauen, und hier unten auch nochmal, um zu schauen, welche Belohnungen gibt es, was hat Kabam so geändert, was gibt es da so. Okay, also wenn wir da noch hingehen, dann gehen wir auf Schlachtfelder und du siehst zweimal, also zweimal Belohnungen. 200 mal plus 6 sind 800. Mehr gibt es auch nicht, die gibt es immer, solange die Schlachtfelder an sind, gibt es Spezialbelohnungen. Das heißt, man erhält Trophäen, Tockentrophäen im Endeffekt. Und die werden erneuert, sobald man die halt, halt erhalten hat. Nach einer gewissen Zeit werden die erneuert. Aber das schauen wir uns noch gleich an. Dann hier unten haben wir noch diese wunderbare Ausgabetreue, Abschluss, Übergreif, Allianz-Event und Allianz-Mission, Auswählungsentwicklung. Und ganz unten haben wir, ganz wichtig, die Schlachtfelder-Allianz-Event. Und die haben sie richtig in sich, denn die funktionieren richtig krass, wenn es um Belohnungen geht. Und es gibt einmal die Meilenstein-Belohnungen, die wirklich mit Allianz nur funktionieren. Die kann man alleine unmöglich erreichen. Da habe ich auch bei Kabam nachgehakt und von Kabam, der Mike oder wie der sich nennt oder wie die sie alle nennen, hat klipp und klar mir ein Forum gegeben und Kabam sagt klipp und klar, das wird man nicht einzeln schaffen, man kann es nur mit 20 Leuten schaffen, Minimum 20 Leute sollten beteiligt sein, mindestens, also nicht 10, sondern wirklich 20 oder mehr und deswegen ist das so streng gemacht worden. Die Punkte allein zu erreichen ist impossible. Ja. Man hat dann zwei Marken, die man bekommt. Warum ist das so wichtig? Das zeige ich euch später nochmal. Erstmal haben wir die Ahnenzeichen und dann haben wir die Dauphin-Token. Beides ist aber wichtig. So, dann geht es weiter zu Rangbelohnungen. Rangbelohnungen oben zu haben ist unmöglich. Da braucht man sehr viele Punkte. Millionen von Punkten. Das ist nicht möglich. Aber was wir haben können, und das kann man wirklich haben, wenn man gut ist, ist tatsächlich hier unten zu sein. Ne? Unter obersten 50. Ja, vielleicht sogar, man kann es schaffen, oben auf oberste 11 bis 20% zu kommen. Die Belohnungen sind richtig krass, Klassenentwickler Stufe 5. Also richtigen Klassenentwickler Stufe 5, keinen mit Prozente oder so wie unten, sondern wirklich das Höchste vom Höchsten. Nicht wie diese hier, die nur aus 25% bestehen. Ne? Also so ist das nicht. Also da lumpt sich Kabam nicht. Und da geben sie richtig krasse Sachen. Okay, also los geht's. Dann gibt es noch hier einzeln was. Das sind die Schlachtfelder Einzel-Events. Die darf man auch nicht vergessen. Genau, wir machen erstmal so ein Intro im Endeffekt, was ihr alles bekommt. Und danach machen wir einfach weiter im Part. Für Missionen, wie die gehen. So, Schlachtfelder Einzel-Event, da könnt ihr auch eine Menge gewinnen. Da kann man einzeln erreichen, das ist möglich und man bekommt wirklich sehr viel.
Man erhält mehrere 6-Sterne-Champions. Das heißt, im Klartext, wir haben hier eine Belohnung, wir können es mal ausrechnen hier. 500, 1000, 1500. Jetzt wird es wieder schwieriger. 2250, dann 3000, dann 3750, dann 4750, 5750, 6750, dann 7000, 8000, dann irgendwas mit 9250, dann wird es wieder schwieriger. 10.000, 750 und dann irgendwann sind wir bei, ich führe das jetzt einfach auf, ne, dann sind wir bei 12.000, dann irgendwann bei 13.000. Also auf jeden Fall erhältst du einen 6-Sterne-Champion. Also einen erhält jeder. So, und jeder, der Hardcore mitmacht, also auch Hardcore-Punkte macht. So, und jetzt zum Schluss noch, bevor wir gleich losstarten. Wenn man 300.000 Punkte hat, als Einzelner, dann kommt man nicht nach oben, ne? Das funktioniert nicht so, da habe ich bei KBM nachgefragt, das ist unmöglich, sondern man kommt tatsächlich nach unten. Und nach unten meine ich unten, und zwar ganz weit unten, okay? Und zwar da kommt ihr hin. In den meisten Fällen, KBM sind da ganz streng, ne? Weil bei 600.000 Punkte ist man dann da bei Rang 10.000, dann bei Rang 5.000, bei irgendwas mit 900.000. Und wenn man irgendwas mit 2, 3, 4, 5 Miller hat, dann kommt man erst oben. Und ich glaube, bei den Rang 100, 500, da habe ich indirekt Tipp bekommen von dem Super-User, der im Forum ist. Da sind wir tatsächlich bei ich glaube 4 Mille oder 5 Mille und dann erhält man tatsächlich auch ein Erweckungskristall. Ja, also KBM ist die Belohnung sehr, sehr wertvoll. Okay, diese Events natürlich, die dauern eine gewisse Zeit, hatte ich auch vergessen zu sagen, die dauern 27 Tage. Um die einzelnen Events, die Sofortbelohnung bekommt man natürlich sofort, die Nicht-Sofortbelohnung bekommt man nach 27 Tagen, einen Monat. Okay, also jetzt sind wir soweit fertig, also das ist soweit, dieses Sporadische haben wir durch. Denke mal, ich für jeden und Einzelnen ist das jetzt klar. Jetzt machen wir noch ein bisschen sporadisch Teil 2. Wie komme ich zu etwas hin? Das heißt, wie funktioniert das Menü? Da werde ich jetzt das Menü erklären. Also einmal das hier, dieses Menü. Wenn ich da jetzt auf keine, wenn ich da draufklicke, dann steht hier einfach keine kürzlichen Kämpfe, weil noch nichts geführt wurde. Wenn ich da draufklicke auf neue Herausforderungen, Kampfziele, dann sehe ich hier, da werde ich da weitergeleitet. Das heißt, diese 6 Abschnitte, diese 6 Felder, die sind nichts anderes wie eine Weiterleitung zu den Verknüpfungen, die wir haben. Okay? Und Gladiatorenkreis ist derzeit nicht verfügbar. Das kommt auch noch. Da zockt man nicht einzeln, sondern da zockt man in einer Arena. Ja. Also wie mit einem Team. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, starten wir. Und wie alle, die jetzt gesagt haben, okay, ab der 8 Minute und 30 Sekunden könnt ihr dann, also für alle, die den, fuck, für alle, die das Video jetzt schauen, ab der 8 Minute 30 fängt es an. Okay, jetzt machen wir einfach auf jetzt spielen. Und da gibt es 2 Möglichkeiten zu spielen. Einmal über Blitze und einmal über Tribut. Wir haben aber leider nichts. Wir haben nichts genug, das heißt, uns fehlt das. Wir könnten jetzt mal aufs Schlachtfeld gehen und schauen, ob wir uns irgendwann was kaufen können. Wir merken aber, wir können uns nichts kaufen, denn ich habe kaum Units und meine Units brauche ich, ganz ehrlich. Und ja, so viel dazu. Also. Mache ich einfach ein mit Schlachtfeld, also ich klicke auf dieses offene Energie, ne? Darauf klicke ich mit dem Zeigefinger. Und ja, genau, da haben wir auch noch was, da haben wir Schild aus, Schild ein und schwindelig, da gibt es gewisse Buff, die man hat, ne? Aber die Buffs
sind ohne das Schild und das mit dem Schild, das, wenn ich das habe, zeige ich euch das, was das auch noch ist. So, also wir klicken jetzt mal drauf, klicken auf Rangliste Kampf und wir sehen auch, ja, wir können es auch jetzt sagen, wir sehen auch Siegelschild im Besitz 2. Aktiviere, um Siegesmedaillen auf Schlachtverlegungen und Duellen zu schützen. Also das ist was ganz Neues, man kann es aktivieren, um zu schützen. Was heißt das? Das bedeutet, ich verliere dann nicht meine Medaillen, sondern das sagt, okay, der hat jetzt verloren, aber behält das, okay? Das ist wie ein Schutzschild. So, jetzt klicken wir auf Ranglisten Kampf. Ja, also ich klicke auf den Kampf und es dauert ein bisschen, weil Kevin hat immer noch verbuggt alles. Ja, also es ist... Ja, jetzt aber. Jetzt hat es geklappt. Ja, wir haben das noch anklicken müssen. Jetzt hat es geklappt. So. Also in der Zeit, wo ihr sucht, könnt ihr nichts machen. Im Klartext, er sucht und dann hat er ihn gefunden. Dann klicken wir auf Annehmen und dann wartet der Gegner. Und es kann passieren, dass der Gegner nicht annimmt. Wenn das passiert, haben wir ein Problem. Aber normalerweise müsste der Gegner angenommen haben. Das ist sehr schwer, weil es ist immer noch verbuggt. Ja, Gebärm will halt immer alles ändern, aber trotzdem verarschen sie die Leute irgendwie, ja. Und es ist wieder verbuggt, also wir sehen es, es funktioniert nicht. Ja, wir haben jetzt das angeklickt, sollte eigentlich sein, aber ja. Jetzt müssen wir also nochmal draufklicken, das Schild ist aber aktiviert, Gott sei Dank, und es, wenn es ein Kampf mal nicht funktioniert hat, dann wird auch das nicht berechnet. Jetzt versuchen wir nochmal, auch die Energie wird nicht berechnet, ist auch ganz wichtig zu sehen. Auch die, wenn mal fehlgeschlagener Kampf ist, wird dann nicht berechnet. Jetzt hat es geklappt. Ich versuche mich dem Tempo anzupassen, von dem, wie schnell das Feld ist, aber es ist halt so ein bisschen zu schnell. Aber das kriegen wir schnell. Okay, 26 Sekunden. Champion des Gegners sperren. Das ist ganz einfach. Man hat hier die Möglichkeit zu sagen, dieser Champion darf nicht drankommen. Das bedeutet ergo, ein Magneto kommt nicht dran, der ist zu gefährlich. Ein Hyperion kommt nicht dran. Und was noch nicht drankommt, ist ein Dr. Doom. Den sperren wir, machen die Sperre, setzen das und er sperrt uns. Und war ja klar, dass er diese Champions auch sperrt. Also jeder hat seine Favoriten von Champions, die gesperrt werden müssen. Stell ein Champion-Angebot, jetzt können wir ein Angebot von Champions erstellen. Wir haben aber nicht hier viel, das heißt, wir sagen einfach, okay, wir nehmen dieses Angebot und sagen, Auswahl sperren. Fertig. Ne? Dann kommt der Gegner wieder dran. Der Gegner hat jetzt auch wieder eine gewisse Zeit. Das ist eine sehr kurze Zeit, also sich zu entscheiden. Das hat Kebär mit Absicht gemacht, weil es soll nicht überlegt werden lange. Ne? So, und jetzt gehen wir da drauf und da drauf. Ja, ich habe dann... Ne, so, jetzt hat es geklappt. Manchmal ist es immer noch buggy und funktioniert das Anwählen nicht, aber das kriegt man schon auf die Reihe. Also seht schon, warum ich das alles per Telegram mache auch und auf YouTube, weil ich habe keinen Bock auf den Quatsch mit Parts und wenn zu viele Parts, so können wir das in einem Durchlauf machen. Dann nehmen wir die beiden noch und Auswahl speichern und dann kommt wieder der Gegner dran. Ihr habt unten und ich muss sehr viel Tee trinken auch. Ihr habt unten Angebot, also aufgeboten, das habt ihr unten. Und das zeigt euch an, wie oft ihr diesen Quatsch machen müsst. So, und jetzt haben wir nur noch einen. Und Auswahl sperren. Ne? So, dann beginnt der Kampf. Jetzt gibt es einmal gegnerische Auswahl, einen Verteidiger und dann gibt es einen Angreifer. Okay? So, wir wählen erstmal einen Verteidiger. Ein Verteidiger ist der, der verteidigt und da wählen wir einfach mal den hier. Ja. Und jetzt wählt natürlich der Gegner einen Angreifer. Ne. Okay, und gegen den Verteidiger wird der Gegner einen Angreifer wählen, ist ja klar. Und in dem Fall haben wir einfach verschissen, weil er hat den scheiß Ultron gewählt. Jetzt wählen wir natürlich einen Angreifer. Und da wir Sentinel haben, wählen wir jetzt mal den
Sunspot, weil Sentinel hat ja mit SK2, wenn wir die rauslocken, hat er seine scheiß Einäscherung und das macht uns nicht aus. So, der Sentinel ist jedoch mit Buffs. Das heißt, der ist viel stärker, wie er aussieht. Der hat ungefähr 30k oder 40k. Leider ist das halt das Problem, dass Darker Band immer noch es nicht geändert hat. Das macht aber nichts. Wir können trotzdem schon mal loslegen, den ersten Fight machen. Wichtig ist, dass der Gegner, dass wie das funktioniert. Der Gegner kämpft selbst nicht, würde man sagen. Doch, tut er. Der Gegner nämlich ist Real Life. Das heißt, teilweise Real Life. Es ist nämlich eine Real Life Engine drin, die die Kämpfe berechnet. Und da die Kämpfe so schnell gefunden sind, ist es teilweise Real Life, teilweise KI, die das steuert, weil dass das wirklich Real Life ist, habe ich mit dem Tim von EA Games mal gesprochen, ein Kumpel von mir, und der sagte, nee, das würde ein Weg, würde Kabam hat diese Ressourcen nicht. Es sei denn, sie haben es geändert, aber das glaube ich ja weniger. No. Okay, Kampf gemeistert. Könnte ich mich auch irren, ne? Ich kann sich auch was geändert haben. Dann kann es wirklich sein, dass die das haben. Ne? So, Kampf gemeistert. Jetzt muss man warten. Das war nämlich sehr schnell, weil der Gegner schwach ist. Das ist nur am Anfang so, dass die Gegner am Anfang schwach sind. Danach sind die Gegner etwas stärker. Ne? So, wir haben gewonnen. Winner. Den ersten Kampf haben wir gewonnen. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Jetzt kommt der zweite Kampf. Der zweite Kampf läuft dann gleich auch an. Nach den 0. So, Kampfrunde 2 beginnt. Nicht Kampfstunde, sondern Kampfrunde. Jetzt wählen wir unseren nächsten, in dem Fall, Verteidiger. Und ich mache den Kingpin als Verteidiger, weil der sehr gut ist. Und, ja, Mojo. Und dann unseren nächsten Angreifer. Ja, in dem Fall natürlich werde ich mal. Ja, ich wähle mal den Guardian noch. Der Guardian ist da Techniker. Techniker sind immer gut. So, also Kingpin kämpft gegen Omega Red und Guardian kämpft gegen Mojo. Also, das war's gut. Das war vielleicht ein Fehler von mir. Oh Gott. Ja. Als ihr ein Echo hört auf meinem Handy, liegt es einfach daran, dass ich in einem Raum bin, so mal ohne Möbel oder mit vielen Möbeln. Ich habe nur noch meine Möbel mir nicht besorgt. Wegen Corona ist alles schief gelaufen und alles im Geistesgestell. Corona, das ist ein Starnbahn, das ist auch wieder da. Und die Leute verrückt werden wegen Corona. Ja, kann der Lieferung kommt nicht, weil er hat Angst zu sterben, ja, also Corona krank zu werden, und ich denke, okay, komm, hör auf. Ja. Jetzt mittlerweile liefert die Post, weil die Mitarbeiter abgegangen sind, liefert die Post immer halt eine Woche alles später, Briefe, Pakete, die suchen zwar Mitarbeiter, aber zu Arschlochzeiten und zu Arschlochverhältnissen. So, also es war auf jeden Fall, ja, man könnte sagen, nicht jetzt der beste Zug von mir mit dem Guardian, weil der ist nicht so gut wie Hulk. Aber okay, lange Rede, kurz Sinn, den haben wir auch besiegt, weil er ziemlich einfach war, also der ist jetzt kein so großer, guter Spieler, und wir sind da ein bisschen schon krasser wie... wobei ich glaube, wie gesagt, das ist wirklich jetzt flüssiger auch mittlerweile geworden. Ich glaube, auch da ist es nur, weil es Bronze ist, dass da einfach die Spieler einfach erstmal, zwar hat Camp geändert, erstmal so Standardspieler kommen und dann nach dem zweiten, dritten Kampf hat das System sich eingewöhnt und dann kommen wirklich Hardcore-Spieler und dann verliert man schon wieder. Ne? Aber es hängt sich nicht mehr so auf wie früher. Also das muss man momentan sagen, das ist sehr gut. Das hängt sich nicht auf und das ist schon mal was Positives. Ne? So, Ergebnisse, also wir haben wieder gewonnen, wieder Sieg. Wir haben verbliebene Verteidiger, also Verteidiger-HP. Also er hat ihn nicht ganz gekillt
Und das wird halt auch angerechnet. Prozente werden hier gerechnet, wie viel HP wurde genommen, wie viel von dem anderen wurde genommen. Und jetzt kommt dieses Kampfbereit. Ne? Wir haben gewonnen, Victory. Und wir haben jetzt eine Spezialaufgabe gemeistert und die andere haben wir nicht gemeistert, weil wir dementsprechend zweimal Kämpfe machen müssen. Wir haben jetzt also Runden. Wir haben einmal Runde 1 und Runde 2. Wir haben hier den Überblick. Ne? Wir haben die Runde 2. Wir sehen hier, warum wir gewonnen haben, weil unser Verteidiger, also Omega Red, hat Kingpin nicht down gekriegt. Er hatte tatsächlich, also ihr könnt ihr auf Info machen, ne? Und er hat tatsächlich noch 4,5% HP, das ist eine ganze Menge. Und hier haben wir verbleibende Angreifer oben. Also hier ist es ganz einfach. Oben ist immer seid ihr, unten ist der Gegner. Und hier ist es wiederum anders. Hier ist es auch einfach. Hier ist es so, oben ist der Gegner und unten ist der Verteidiger. Okay? Ja, einfach, das geht einfach nach den Symbolen. Falls ihr euch fragt, ja, wie Andi funktioniert das? Wie kann man das verstehen? Naja, hier bin ich oben. Links als erstes und hier ist links da auch als erstes der, in dem Fall, ich der Angreifer. Und er ist hier der Verteidiger, der den Posten, den Knotenpunkt in dem Fall verteidigt. Und daher ist er auch unten beim Verteidiger. So wiederum umgekehrt, gegenüberliegende Seite, hier der Angreifer, also hier und hier der Verteidiger. Und da ist halt was übrig geblieben und ich nicht. Bei mir nicht, er ist bei mir, sein Verteidiger ist tot, meinen hat er nicht gekillt. Daher geht der Punkt an mich. Okay? Soweit so klar. Denke ich mal. Wenn nicht einfach in Telegram reinschreiben und fragen. Aber sollte, denke ich mal, offensichtlich sein, weil das ist eigentlich easy peasy. Wie ist es jetzt eigentlich hier? Wie funktioniert es hier? Und wird es auch erklärt nochmal. Und zwar, hier sind ja beide Verteidiger tot. Seiner ist tot und meiner ist tot. Jetzt wird nochmal geschaut, wie viel Prozente übrig sind von HP. Also wie viel hat sein Angreifer? Er hat 86,5%. Wie viel hat mein Angreifer? Also meine 89,5%. Dann wird die Kampfdauer auch gerechnet. Das heißt 51 und 71. Das bedeutet, meine Kampfdauer war kürzer. Erstens gewonnen. Meine Leben sind mehr. Zweitens gewonnen. Und bei ihm ist weniger. Und da hat er auch mehr. Hätte er hier mehr gehabt wie ich. Also 90%. Aber hier eine längere, wäre es dann unentschieden gewesen, also wären es ein paar Punkte vielleicht mehr gewesen. Ne? So, soweit so klar. Jetzt klicken wir auch zurück zur Lobby und haben jetzt die Möglichkeit nochmal zu spielen. Haben aber auch schon unten unsere Prämie, die wir einsacken können bei Schlachtfelder und die fordern wir jetzt einfach mal ein. Okay? Und jetzt seht ihr hier nochmal, hatte ich fast vergessen, die nächsten Ziele sind immer nach einem Tag, also fast nach zwei Tagen. Ne? Das sind dann die nächsten Ziele. So, jetzt machen wir nochmal jetzt spielen. Jetzt machen wir mal wieder eine Energie. Und jetzt gehen wir wieder da drauf und machen auf Ranglisten. Also auf Finden, Kampf finden, ne, nicht? Schlachtfelder finden. So. Und wichtig ist, dass wir jetzt keinen Schutzmann mit eingebaut haben, weil wir davon ausgehen, dass unser nächster Gegner auch kein großer Gegner sein wird. Ich hoffe es zumindest. Oh nein, der ist Turmbrecher. Seht ihr, jetzt kommen die schweren Gegner. Ich hab's gewusst. Der ist ein fucking Turmbrecher. Okay. Wir nehmen den weg. Wir nehmen die weg. Und wir nehmen den weg. So, kannst deine Besten nicht verwenden. Bin ich ganz gemein, er macht das genauso. Ich wusste es. Seht ihr? Ich weiß, wie meine Gegner denken. Warum mich wieder draufhauen? So, nehmen wir den hier und sperren. Jawohl, den hat er nicht gesperrt, so ein Depp. Der Nick Fury nicht gesperrt, Nick Fury ist ein Top. Oh Mann. Ja gut, schauen wir mal, wie das Kampf laufen ist, ein Turmbrecher. Und Turmbrecher sind sehr gute Kämpfer. Es sei denn, sie haben einen Account gekauft, dann sind sie mies. So, dann nehmen wir den hier und den hier. Zack. Also Kingpin ist wirklich gut, ne? Also Kingpin ist wirklich ein Level für sich.
Ihr seht, deswegen mache ich das nicht über Line, weil über Line hätte ich jetzt nach 20 Videos in Parts gemacht, ne? Weil die sind Hurensöhne, die von Line. Und denen auch mal geschrieben, Hurensöhne. Ich hasse, wenn Menschen sowas machen, immer so nicht bereit sind, Updates zu machen. So, ja, wir können das nicht machen, wir können das nicht so gestalten, bla 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 bla. Die anderen können es, also könnt ihr es auch. Es war immer schon so. Jedes Mal das Gleiche, immer diese Ausreden. Immer diese Ausreden von diesen Leuten. Ich kann nicht, ich kann es nicht so gestalten. Ja, wenn du es nicht kannst, dann stirb, du Arsch. Wirklich, ey. Diese Heuchelei, das ist zum Kotzen auf dieser Welt. Wenn man was nicht kann, dann gibt man es jemand anders, der es für dich macht. Ja, also bei den Spielen, beim Zocken, da muss man selbst zocken. Oder halt, man gibt es, aber man hat keinen eigenen Ruhm. Ne? Das ist so eine Sache mit dem Ruhm. Okay, wähle den Verteidiger. Ich nehme mal den hier. Weil der Guardian ist gar nicht so schlecht als Verteidiger. Wegen seiner automatischen Abwehr. Und der hat jetzt da seine Quake. Und ich liebe Quake. Von ganzem Herzen. Denn ich habe meine Curie. Und der eine Curie, der fickt die Quake. Ja, der macht die fertig. Von wegen gute Quake. An alle, die Quake lieben. Oh Mann. Ich werde das Video noch auf YouTube veröffentlichen, um die Hater zu ärgern. Oh, ich liebe es dann. Ja. Werden die bestimmt so innerlich sagen, so innerlich, dieses Judenschweinchen dick rast, hätte das, vergast das. Ja. Ja, so ist das. Da gibt es nicht so viele Juden wie ich, die knallhart sind und zu dem, was sie halt glauben, stehen und auch sich nicht daraus machen, wenn die Leute sich aufregen. Ne? Ja, das ist sehr gut. Ja, weil Nachbeben hilft nicht viel und die ist... Ach scheiße, das war jetzt ein Fehler. Fuck! Stirb! Darf nicht zu lange machen, weil sonst... Jetzt war zu lange, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Ah, das war scheiße. Oh, 37 Sekunden. Das war zu lange. Ich hätte ihn 30 Sekunden, 29 Sekunden killen können. Und ich hoffe jetzt, dass er nicht so lange kämpft. Auf jeden Fall, ich war mal unterwegs mit der Kipper früher und dann kam der... Das war in Nürnberg und dann waren sie den ersten so ein alter Mann. Du scheiß Judenschwein! Und ich so, jawohl! Ne, Kipper halt angehabt. Und dann als zweites, ja, Storytelling habt ihr auch bei mir, ne? Ja. Und dann mein zweites war eine Frau aus der Kirche. Was machen Sie hier? Ne? Also und wirklich haben die das gesagt. Was machen Sie hier? Raus mit euch scheiß Juden! Und ich, jawohl, raus damit! Und schaut mich so an. Sie sind doch der scheiß Jude. Ich? Ah ja, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Habe ich dann zu ihr gesagt, stimmt, ja genau, schauen Sie, ich habe dann meine rechte Hand genommen und habe mich so am Kragen selbst gezupft, so als würde ich mich selbst rausschleppen. Ne? Und das fand die Frau gar nicht lustig. Dann hat sie im Nachhinein noch gerufen, wenn der Führer noch da gewesen wäre, dann hätten wir sie vergast. Und ich zum Schluss, aber er ist es nicht. Oh, ich liebe es. Ja, deswegen zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum die Leute sich selbst immer ärgern. Warum die Leute wirklich, ich check's nicht. Warum die Leute sich selbst immer ärgern. Ja, sich selbst zu ärgern einfach, wenn die Leute einen versuchen so halt nur, ne, wenn sie dich nicht verletzen, solange sie dich nicht schlagen oder so, aber nur halt so böse Wörter halt, ne, wie ein Hund, nur ein Hund der Welt. Ist für mich alles gut, ne? Sag ich mir, nee. Warum sollte ich da irgendwas Negatives machen oder überhaupt irgendwas Negatives sehen? Ja. Von daher, ja, scheiße. Keine Chance. Spider-Ham hat keine Chance gegen diese blöde Elsa Bloodstone. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. War das für mich abgehakt. Das war lustig. Der Rabbin hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, 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 oh mein Gott, wir werden alle sterben wegen dir. Der Rabbin ist lustig. Wir sterben alle, weil du mir so furchtlos bist.
hätten wir dich damals im Krieg gehabt gegen die Nazis, ja, dann hätte ich nicht zocken können und hätte dann keinen YouTube-Kanal. So, also der Ultron, der ist richtig scheiße hier. Und der soll, und der, also, nee, komm. Der ist tatsächlich jetzt Thronbrecher. Wie hat denn der das geschafft? Also wirklich. Kann man. Oh, scheiße, ist mein Fehler. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße. Jetzt kann er. Lach nicht! Lach nicht! Scheiße! Scheiße! Nein! Scheiße! Ich sehe schon! Nein! Oh, Scheiße, Alter. Das war jetzt so voll der Fehler. Aber geil, ja, geschafft. In die Lähmung habe ich. Ich vergesse immer das Erleben. Oh Gott, lach nicht! Lach nicht! Ich wusste es, ich wusste es! Er war kürzer, scheiße. Ja, hat kürzer, hat halt. Und seht ihr, er hat gewonnen, weil ich halt weniger Leben habe. Ne? Aber es. Ja, mein Gott. Jetzt kommt eine dritte Runde, ne? Ist normalerweise nur zwei Runden, dann gibt es eine dritte Runde, wenn es unentschieden ist. Jetzt dürfen wir nicht lachen. Keine Sorge, ich lache über andere Sachen. So, es musste sein. So, jetzt kommt eine fucking dritte Runde. Und, ja, ah, oh, scheiße! Scheiße! Wir haben verloren. Und das sage ich euch, der ist so schlecht, der ist so ein Arsch, aber da cheatet Kabam wiederum, indem es einfach unfair spielt. Und das ist dieses unfaire Zocken, dieses fucking unfaire Zocken, du kannst nichts dagegen machen, dieses unfaire Spielen, du kannst dagegen nicht kämpfen. Und das ist halt dieses Unfairness. Ne? Es ist halt kein Gleichgewicht. Und ich habe euch gesagt, vorher schon, vor ein paar Minuten davor, es wird dann meistens der zweite sein, wo unausgeglichen wird, ohne Ende. Doppelt so stark, dreimal so stark, wie halt bei Allianzkrieg. Naja, also, ihr könnt tatsächlich aber die benutzen, beziehungsweise die hat Vorteile, ne? Die hat einen Blutrausch. Und durch die Blutrausch in Talweise, ne, könnt ihr die Stapel nicht sammeln. So, jetzt haben wir natürlich wieder, jetzt ist dieser Stapel ist das Problem. Das Problem ist einfach dieser Stapel. Und, nein! Die macht einfach zu, seht ihr, das ist das Problem. Der Stapel ist das fucking Problem. Ja. Die macht einfach krassen Stapel. So, jetzt funktioniert's, ne? Das ist halt richtig scheiße. Dieser Stapel ist sehr schwer mit dem Schwert zu wegzuhauen. Und das ist das riesengroße Problem. Und wir haben verloren. Wir haben jetzt verloren. Ne? Das ist dieses Cheaten. Das ist dieses unfaire Spiel. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Du hast immer einen Gewinn und dann verlierst du. Und dann kommt wieder ein Verlieren. Und dann kommt wieder ein Gewinn. Und das ist halt diese Schummelei. Kabam ist halt nicht fair, okay? Kabam macht dir einen Thronbrecher. Du bist nur Kavalier. Dann kommt er mit besseren Champions. Und das ist das Problem. Wie gesagt, das Wort Cheaten bedeutet nicht nur irgendwelche Anwendungen zu nehmen und zu schummeln, sondern es bedeutet auch zu benachteiligen. Man nennt es nicht Betray, weil Betray klingt also langweilig und blöd. Betrügen, ne? Aber halt ist halt eben unfair. Und jetzt machen wir das, falls wir wieder einen starken Gegner kriegen, machen wir wieder das Schild an. Dann verlieren wir nicht. Ja. Ist halt Benachteiligung. Jemand zu benachteiligen ist auch Schummeln letztendlich. Und das macht halt Kabam. Einen dritten Kampf machen wir ja noch. Ihr seht, das Video dauert etwas länger, deswegen kann ich da auch nicht ein Leid machen. Ja, jetzt haben wir jemanden, der wieder schwächer ist, wie ich euch gesagt habe. Ja, das ist typisch Kabam. Und die Schlacht können wir vielleicht gewinnen. Jetzt müssen wir wieder vom Gegner sperren.
die sperren wir jetzt einfach und gut ist. Wir haben nicht so viele Champions wie er. Ne, wir haben nicht so viele. Oh. Hat es noch, ja, hat es noch gemacht, ja. Das ist ein Bug. Aber egal. So. So, jetzt haben wir wieder nur einen und er hat zwei. Schauen wir mal, ob wir auch zwei kriegen. Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Ja. Ja, ich habe vorher wirklich lachen müssen. Das war so witzig einfach. Ist, wenn der Gegner mal wieder lustig ist, dann kann ich einfach nicht. Also mich tot zu lachen. Dann bin ich noch konzentriert trotzdem im Kampf. Aber ich habe gelacht einfach die, über die Situation, dass die Kev und Kabam genau das so gemacht haben. Die haben genau das gewusst, was sie vorhaben. Und die wollten das und nicht anders. Und das fand ich einfach sowas von witzig. Ich habe alles rausgesehen und wusste, was ist. Weil ich weiß nicht, wie die Politik von Kabam ist. Das sind Luziferianer im Endeffekt. Und die Luziferianer ticken, ist uns Juden längst bekannt. Ja. So. Ja, Verteidiger habe ich nicht viel Gute, ne? Muss ich halt schauen, was ich da nehme, weil er hat ja auch gute Champions. Ja, nimmt wieder seinen Scheiß Professor X. Ja. Und sein Scheiß Void. Ich hasse Void. Oh, ich nehme Kingpin. Weil Kingpin kann diese Sachen abwehren, die Debuffs. Ja. Debuffs sind die schlimmsten, was es gibt, und Kingpin sagt sich, ja, ist mir egal, wie viel Debuffs du hast, ich kann alle Debuffs abwehren, außer halt Vergiftung. Und die bei Void sind sehr langsame Debuffs und die wehrt er dann ohne Probleme ab. In den meisten Fällen, also können wir beim Cheat wieder. Er hat mich gerufen! Ja, so. Ja, und es ist sehr schwer eigentlich, weil die cheaten ja sowieso, jetzt funktioniert wieder die Tastatur mal nicht. Ja, mal geht das nicht, das ist einfach langweilig. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich musste das machen. Ich habe keine Wahl. Muss da ganz vorsichtig sein, weil ihr wisst ja, einmal unvorsichtig und weg ist man. Ne? So. Ja, also ein Fehler und man ist weg. Und hier habe ich sehr viele Leben wieder verloren, das heißt, ich werde gegen den verlieren. War ja klar, dass ich verliere, weil ich habe leider wieder mal durch die Debuffs sehr viele Leben verloren. Normalerweise müsste Kingpin etwas stärker sein, aber ja, ist leider so. Kampf war 54 Sekunden. Da sehen wir, dass der Kampf etwas länger dauert, weil das ist die Kampfdauer bei den Ergebnissen. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht wurde der Verteidiger nicht verkehrt gewählt, weil es sind 6 Sterne Dragon. Man, Dragon Man ist ziemlich gut in der Verteidigung, aber es ist halt, kommt drauf an, wie Kabam die KI macht. Also die KI kann dumm sein und dann kämpfe ich besser eigentlich als Verteidigung, weil die Verteidigung mit Absicht halt von dem Kabam schlecht gemacht wird. Ja. Wie gesagt, Kabam ist eine Verarsche, bin da nicht der einzige der große, also kleine YouTuber, sondern es gibt auch große YouTuber, die der Meinung sind, dass es eine Verarsche ist, was Kabam macht. Und aber wir haben Gott sei Dank gewonnen. Ja. Wer hat mich gerufen? Wenn ich Kräfte hätte, Superkräfte, die 6 Infinity-Steine oder die Dragon, die Dragon Ball unendlich wünsche, dann würde ich mir wünschen, mein allererster Wunsch, Ultimate zu sein. On above all. Dann würde ich immer Kabam killen lassen. So, nein! Er hat uns schon wieder gekillt!
Das wird mir so großen Spaß machen, so eine Freude. Okay, Bam sind richtige Arschlöcher. Also wirklich Arschlöcher, das kann man nicht. Ah! Fuck you! Was ist das? Mutant gegen Mutant, ja? Schauen wir mal. Ah, ich kann kein Bam einfach nicht ausstehen, so wie ihr es merkt. Aber ich glaube, das sind so. Viele mögen kein Bam nicht, weil kein Bam so richtige Arschlöcher sind. Ja, spielen halt unfair. So, jetzt schauen wir mal. Also, da müssen wir aufpassen. Weil jetzt funktioniert wieder die Tastatur nicht richtig. Ja! Ich wusste es! Wenn die Tastatur nicht funktioniert, dann geht gar nichts. Sag ja, das ist dieses Cheaten. Schon wieder geht's nicht. Da ist doch nicht zum Himmel schreien. Es ist echt zum Himmel schreien. Wenn was nicht funktioniert. Komm, komm schon. Ja. Ihr sagt, da hat es nicht funktioniert, sonst wäre ich mit 100% raus. Und so habe ich leider das Problem. Ja. Das ist immer das Problem, dieses. Die Bugs! Und ich habe ein altes Smartphone. Ich habe ein altes 5 Jahre altes Smartphone. Und ich war bei einem Kumpel, der hat ein neues Smartphone, der hat ein ganz neues, ein Samsung Galaxy S, ich glaube S21 oder 22. Er hat diese Bugs nicht. Sagt, ja, ich habe ein ganz neues Gerät. Viel, viel schneller als deins. Da ist das nicht. Da ist es optimiert. Ja. Oder Google Pixel hat eine. Google Pixel 6. Aber wir haben Gott sei Dank gewonnen. Ja, das. Dafür, dass ihr solche Hurensöhne seid, Kebab. Aber endlich gewonnen. Ja. War halt kein Traumbrecher. Und auch nur deswegen, weil ich meine Profile auf Schutz eingestellt habe. Ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, wäre das nicht so funktioniert. Aber egal. Komm. So, jetzt haben wir, sind wir aufgestiegen noch? Nee, wir sind aufgestiegen. Nee, zur Lobby. So, noch nicht aufgestiegen, jetzt haben wir 3 schon mal gespielt. Das heißt, wir haben auch unsere nächstes Ziel. So, was haben wir noch da eigentlich gewonnen? Nur 800, ja, mehr haben wir nicht. Ja, da, wir können da so, also das war's aber auch eigentlich. Weil mir irgendwelche Ziele noch. Da unten können wir nämlich sehen, ja. Ja, da seht ihr, wie viele Punkte ich gemacht habe. Gerade mal 1750. Das ist jetzt nicht viel. Und hier haben wir wie viele Punkte? 2785. Also jetzt nicht viel, ne? Also seht ihr, das ist halt abschließend, so funktioniert das im Endeffekt, aber es ist sehr anstrengend. Ich muss ehrlich sagen, es lohnt sich nicht. Also bei dem, was man alles machen muss, finde ich, lohnt es sich nicht. Aber wenn man so 6-7 Kämpfer hat, dann ist gar nicht mal so verkehrt. Kann man machen. Für die Allianz, ja. Aber ich bin jetzt schon müde und frustriert. Dass ich keine Lust habe, mehr weiter zu zocken. 3 Kämpfe haben mich müde gemacht. Weil es einfach so langweilig ist. Ja. Ja. Jetzt kann ich zu dem Shop gehen.